Hallo und herzlich willkommen zu Hitdice. Mein Name ist Dustin, an meiner Seite ist Chris, der Spielpädagoge, und heute wird's wild. Da hast du es. Also, das Thema Wildnis ist heute wichtig und wir sprechen über die Unterkategorien Hören, Schwer und Einsamkeit. Ich habe mir folgendes Thema dazu überlegt, und zwar den Einsiedler im Wald, einen sozialen Encounter mit Tiefe, habe ich das Ganze genannt. Meine erste Frage an dich, Chris. Wann lässt man seine Spieler auf so ein NSC treffen und warum vielleicht auch? Wenn es vielleicht ein Schlüssel-NPC ist, kann man das tun. Ich finde das auch in der Downtime super. Also ich versuche halt auch immer ein bisschen meine Abenteuer so zu denken, wie halt die Amplitude Action, mein Gott, mein Mikrofon Action, Down Action, Downtime so runterkommen. Und da kann man halt super so ein NPC einführen, um einfach dem Terrain, in dem man gerade ist, oder in der Kultur, in der man sich gerade bewegt, das einfach diese Lebendigkeit dieser Welt einfach darzustellen. Was haben die für Probleme? Man kann da auch super einfach auch Informationen streuen. Ja, und dieses Rollenspiel-Ding einfach ein bisschen leben. Das heißt, du benutzt das auch so ein bisschen, um die, also als Vorbote einer eher actionreichen Szene oder sowas, um die Spieler so ein bisschen runterzubringen, oder? Möglich, ja. Also ich versuche halt immer darauf zu achten, dass ich zwischen Action und Spannung halt auch Entspannung habe, im Sinne von ja, einfach keine Action. Ich bin so blöd. Aber das Ding ist, wir können halt nicht permanent auf Level fahren. Das funktioniert nicht. Du brauchst halt auch mal wieder was, wo du dich sicher fühlst, wo du dich ruhig fühlst. Und da kann man halt solche Sachen toll machen. Das gerade, wenn du jetzt sagst, hier Wildnis, ne? Ein Problem ist, die Wildnis ist ja eigentlich im Fantasy, gerade Fantasy spielen eigentlich immer permanent mit Zufallsencountern, und da kommt die Schlange um die Ecke. Wenn die Schlange gekommen ist, dann kommt noch die Ureinwohner und danach kommt das. Du bist ja Anführungsstrichen ja nur getrieben in so einem Spiel. Und da ist halt auch mal schön, wenn ihr dann in der Hütte jetzt nicht irgendwie eine Hexe sitzt, die dich gleich verflucht, sondern einfach nur ein Einsiedler, der die Schnauze voll hat von allem und dir da seine Geschichte erzählt. Ja, genau, der mal erzählt, wie es dazu gekommen ist. Man kann ja auch dann dazu kommen, über Dinge, die er erzählt, dass er doch irgendwas mit dem Dorf zu tun hat, was spannend für einen ist. Also Nebenquests darüber ja, einfach durchleiten oder sagen, man streut Informationen, die für die Main Quest auch interessant sein können, die auf anderen Wegen sonst nie an die Spieler rangekommen wären. Die sprechen ja dann häufig auch gerne über die Vergangenheit, vergangene Dinge, die passiert sind, soziale Konflikte oder sowas, die dazu geführt haben, dass er ausgebrochen ist. Das ist schon richtig. Was sollte man sich denn für wichtige Fragen deiner Meinung nach stellen, wenn man so ein NSC ins Spiel reinbringen möchte? Also, warum macht man das zum Beispiel? Also es sollte schon einen Sinn haben. Das sollte nicht so ein sinnentleerter NPC sein. Also man kann das schon so machen. Ich mache sowas sehr gerne improvisiert und spontan. Einfach mal reinbringen und dann gucken, was passiert. Aber meistens ist schon irgendwas. Also es muss irgendeinen Sinn haben, irgendeinen Mehrwert für die Spieler. Sei es Informationen, sei es halt dieses schöne Erlebnis oder die Lebendigkeit der Welt. Also man muss sich dann irgendwie irgendeinen Fokuspunkt setzen. Also du meinst jetzt sowas wie von wegen, ich beschreibe jetzt mal, wie wunderschön der Wald ist und wie ruhig das alles hier naturbelassen und wie gut es der Dorfbevölkerung geht. Dann ist da dieser Einsiedler, der auch ein bisschen davon erzählt, aber vielleicht Druid ist und deswegen daneben her sein möchte, damit die Spieler das Gefühl bekommen, das hier ist erhaltenswert. Und wenn dann jetzt die Armee von der Seite kommt, dann müssen wir Zum dafür. Beispiel. Also ich wollte gerade sagen, das ist immer schwierig. Es kommt immer darauf an, was der Rahmenkonflikt ist. Genau, dass wenn du das halt sagst, wie mit dem, dass da irgendeine Armee kommt oder irgendwelche Großindustriellen, die den Wald niederbrennen wollen, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, das so darzustellen. Ja, zu sagen, hier gibt es auch ganz viele glückliche Wesen, dann vielleicht auch mit den Tieren, so total, ich sag's immer ganz klischeehaft, dann sitzen die alle da, so à la Dr. Doodle-mäßig, und ja, kann man so machen, ja. Aber vielleicht hat er einfach auch nur, erzählt einfach nur so von seinem Leben, und die Spieler merken, der ist ein bisschen gebrechlicher, dieser Mensch da oder was auch immer, und die helfen ihm dann, die Hütte zu reparieren oder ähnliches, und der freut sich und der erzählt vielleicht gar nicht so viel von sich und gibt denen dann am Ende einen Trank oder ein Rezept oder irgendwie einen Hinweis auf irgendwas. Da gibt es was, was vielleicht für die interessant sein kann, wo er aber zu alt ist, und dann ist das vielleicht irgendwas, was total den Impact haben kann oder einfach ein cooles Gimmick ist. Ja, oder weil sie ihn gut kennengelernt haben in so einer ruhigen, behüteten Situation, dass er dann im Prinzip auch eine Motivation sein kann, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen. Ne? Von wegen, ich habe da ja noch diese Tochter im Dorf und der geht's jetzt gerade nicht so gut. Vielleicht könnt ihr mal bei der vorbeischauen oder ich habe so lange nichts von der gehört. Normalerweise schreibt die mir und auf die Art und Weise leitet man sie in die Quest oder Nebenquest rein.
Ja, so auch. Oder man kann halt einfach auch dieses zerrüttete Verhältnis zu ihr beschreiben. Und dann kann man jetzt zum Beispiel auch den Bösewicht, in Anführungsstrichen, den Oberboss halt nochmal richtig böse durch genau solche Handlungen. Vielleicht hat er irgendwas ausgelöst, Situationen hervorgerufen, die genau zu dieser Zerrissenheit geführt haben, weil er sich vielleicht dann für irgendwas entscheiden musste und das schwierig war, eine Dilemma-Entscheidung. Und es wäre eine Lose-Lose-Entscheidung so oder so gewesen. Die Tochter hat sich halt von ihm abgewandt, deswegen. Und ja, er sich da einfach dafür entschieden hat und jetzt damit leben muss, dass sie nichts mehr von ihm mit ihm zu tun haben will oder er aus dem Dorf verbannt wurde und die dann einfach mitbekommen, dass das im Hintergrund vielleicht mit diesem Typen zu tun hat, ja, aufgrund von den Handlungen, die sie schon erlebt haben. Der muss den gar nicht explizit erwähnen, der muss das selber auch gar nicht wissen, sondern vielleicht nur in seinem kleinen Mikrokosmos. Und ich finde, das ist halt nochmal ein unheimlicher motivatorischer Trigger für die Spieler, da. Ja, den zu hassen oder nicht zu mögen, den Bösewicht und dann nochmal zu sagen, okay, wir machen das jetzt hier. Das kann nicht sein, dass so ein armer alter Mann jetzt hier im Wald alleine leben muss, weil so eine Scheiße passiert ist. Das kann nicht sein. Ja, ich habe gerade auch noch überlegt, das könnte auch so das Gegenteilige sein, so ein bisschen so der Lehrmeister. Die Spielergruppe ist irgendwie Auch. unterwegs, irgendwo wird niedergemäht und alle denken, okay, jetzt ist die Gruppe down und dann werden sie aber von diesem einen Typen gerettet, der sich da gut genug auskennt, die erstmal wieder hochpäppelt und ihnen dann mit der Ja. Zeit klar macht, wie sie es eigentlich schaffen, gegen diesen Bösewicht, den sie vorher nicht überwinden konnten, dann doch anzukommen. Kann auch sehr spannend sein. Dann bauen sie auch ein sehr persönliches Verhältnis auf. Und dann wird dummerweise dieser alte Mann dann im Wald geklaut, überfallen oder sonst was. Da ist dann ganz viel Motivation, was zu machen. Ja, das finde ich fast ein bisschen schwieriger, weil so eine Mentorenbeziehung ist halt, die musst du halt auch aufbauen. Ich weiß nicht, ob das stark genug ist, dass du das durch eine Begegnung im Wald dann so stark genug ist Ja, bei gut, das stimmt. sowas, ne? Weil das ist eigentlich in dem Sinne das Gleiche, wie ich vorhin angeschrieben aufgefasst habe mit dem Bösewicht, ne? Du baust ja auch eine Beziehung zu dem auf, halt nur eher eine negative im Optimalfall. Hier ist es ja das Gegenteil, aber das braucht halt Zeit, ne? Du kannst halt auch nicht, wenn sie das erste Mal von dem gehört haben, funktioniert das auch nicht. Ja, das stimmt. Also es ist eher was, wenn man es in der Art gestalten möchte, was man dann sozusagen an den Heimatort der Spieler legen müsste oder sowas, weil sie Ja, dann oder vielleicht sowas, öfter auf den ne? treffen, ne? Ja, irgendwie sowas. Das ist halt die Frage, ja. Also da muss man halt gucken, oder man nimmt halt wirklich eine Figur aus der Vergangenheit, dann hat man wenigstens einen Spieler. Ist immer so eine Sache, man muss schauen, ne? Ja, Oder wenn es stimmt. so Beyond the Wall-mäßig ist, ich ist ja auch mal die Frage, was für ein System da hast. Da kommen ja alle aus einem Dorf, sind irgendwie miteinander befreundet. Dann geht das vielleicht auch, wenn du da jemanden hast, ja, einen alten Hartmut oder so, Hinkebein, dann was weiß ich, dann geht das auch. Also es ist immer die Frage, wie der Umstand ist. Ja, stimmt. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mit dem Thema Wildnis Schluss und Ja. morgen werdet ihr dann wieder im Thema, im Gedanken bei uns sein, beim Thema Gedanken. Wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns morgen an Tag 12. Bis dann. Tschüss.